I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Sie haben unsere Spur verloren. Thank you.
Scheiße! Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge. Er regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher.
Brücke scheint zurück zum Weg zu führen. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Sally. Echt praktisch, oder? Ja, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Bleib da! Was hast du? Erledigt.
Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außerdem Bücher, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, sich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich hab viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Hier draußen gibt's keine Pannenhilfe, Nathan! Shoreline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Hab ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun, bevor ich euch beide traf. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittdrucke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe.
Er stand auf Shoguns und so ein Zeug. Alcazar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Hier, mach ein Foto von mir. Lass mich in Ruhe. Rafe will das so. Alles muss dokumentiert werden, bevor wir Sprengstoff benutzen. Er vertraut uns wohl nicht, was? Geh aus dem Weg und lass mich das blöde Foto machen. Okay. Wir sind sicher.
Thank you.